Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es wurde sich eine Häkel- und eine Strickschule gewünscht. Da habe ich mir gedacht, bevor wir mit dem anfangen, fangen wir erstmal mit den grundlegenden Sachen an. Was brauche ich zum Häkeln? Heute geht es nur um das Thema Häkeln, das Thema Stricken, was wir dafür brauchen. Das kommt in einem anderen Video. Heute wirklich nur das Thema Häkeln. Ihr seht, ich habe hier schon einiges aufgebaut. Das sind auch so die Grundlagen, die man eigentlich so braucht. Alles andere, was noch so dazu kommt, im Bereich Amigurumi oder so, das machen wir in einem anderen Video, wenn es dann um das Thema Amigurumi geht. So, wir beginnen erst einmal hier oben. Das erste, was wir brauchen, ist Wolle. Da gibt es ganz unterschiedliche Wolle. Da mache ich euch auch mal noch ein Video zu, worauf man achten muss, was wichtig ist. Aber das ist erstmal das Erste. Ein Knäuel Wolle, ohne das geht's nicht. Geht's auch, aber das geht auch wieder ein anderes Video, weil das sind dann spezielle Sachen. Für den Anfang ein Knäuel Wolle. So, dann habe ich hier jetzt unterschiedliche Häkelnadeln. Wie ihr seht, ich habe hier drei verschiedene Sorten liegen. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch eine Bambusnadel. Das ist so eine reine Holznadel. Die habe ich auch ausprobiert. Die sind bei mir aber ganz schnell im Rundordner gelandet, weil mit denen konnte ich gar nicht arbeiten. Jeder muss das selber ausprobieren, mit welchen Nadeln er am besten zurechtkommt. Das sind die Acrylnadeln. Das ist eine reine Plastiknadel. Mit denen lässt sich auch ganz gut häkeln. Das war meine zweite Sorte, die ich ausprobiert habe. Nee, meine dritte. Das hier ist meine zweite Sorte. Und die erste war eine reine Metallnadel. Genauso wie die, nur rein aus Metall. So, die Acrylnadeln, die haben den Vorteil, sie sind günstig. Also für die, die erstmal anfangen wollen und wollen erstmal das Häkeln an für sich testen, die Acrylnadeln sind mit die günstigsten, die es gibt. Nachteil ist, sie sind ziemlich hart. Also wenn man länger mit denen arbeitet, sie liegen ziemlich hart in der Hand, gewöhnt man sich aber auch sehr schnell dran. Habe ich jetzt hier zwei verschiedene Größen mitgebracht. Es gibt natürlich die auch in jeder Größe. Handlich sind sie ab Größe 3 ungefähr. Alles, was drunter ist, ist so dünn von der Plastik her, dass man es kaum greifen kann. Aber zum Üben reicht die 3, die 3,5er vollkommen aus. Also die 3 oder 3,5er sind die Größen. Das hier jetzt zum Beispiel ist die 12er Nadel. Die sieht man hier hinten. Ich weiß nicht, kannst du die Kamera einfangen? Moment, wir gucken mal. Da sieht man eine 12. Und das bestimmt den Nadelkopf hier vorne. Umso größer die Zahl hier hinten ist, umso größer ist der Nadelkopf. Und umso größer werden unsere Maschen. Das hier zum Beispiel ist eine 6er Nadel und da sieht man ja wunderbar den Unterschied zwischen der 6er und der 12er. Weil jede Wolle braucht eine andere Nadel, aber das machen wir dann beim Thema Wolle. Meistens kriegt man die Häkelnadeln sowieso im Komplettset und dann hat man einfach für alle Wollen die passende Nadel da. Aber hier seht ihr mal wunderbar den Unterschied zwischen der 6er und der 12er. So, dann gibt es diese Rundnadeln. Da haben wir hier vorne einen Hals und einen Kopf aus Metall und der Stiel ist aus Plastik. Das sind jetzt auch zwei verschiedene Größen. Das eine ist die 3er, das andere ist die 3,5er. Da ist der Unterschied nicht ganz so groß, wie ihr seht. Das hier ist die 3er, das ist die 3,5.
aber im Häkeln merkt man selbst diesen kleinen Unterschied, die 0,5, sehr, sehr doll. Aber wie gesagt, die gibt es auch im Komplettset und dann hat man für jede Wolle die passende Nadel. Vorteil bei ihr ist, die Wolle rutscht hier sehr, sehr schön drüber. Nachteil, der Griff, wie bei der Acrylnadel, ist halt aus Plastik und ist halt auch etwas härter in der Hand. Man kann aber auch wunderbar mit der häkeln, das geht auch sehr, sehr gut. So, und dann habe ich hier die ergonomischen. Vorne der Bereich, wo der Faden läuft, ist wieder aus Metall. Hier hinten der Bereich ist aus Gummi. Das heißt, wir haben hier alles Gummi, aber trotzdem kaum biegsam. Die Nadel reicht nicht bis hier runter. Ich habe schon mal eine auseinandergenommen, um zu gucken. Die geht ungefähr bis hier hin. Hier ist ungefähr im Gummi eingelassen. Und der Rest ist wirklich reines Gummi. Sie biegt sich auch ganz leicht, aber nicht allzu stark, weil hier im Kern ist dann ein bisschen Hartgummi drin und drumherum ist dann weicheres. So, hier haben wir die 2,5er und hier die 6er. Und da kann man auch wieder wunderbar den Unterschied von den Köpfen sehen. Und auch wenn ich die 3er neben die 2,5er tue, sieht man auch wunderbar den Unterschied von den Größen der Köpfe. Das meine ich mit, es gibt für jede Wolle die passende Nadel. Dann gibt es natürlich noch welche mit ganz breitem Griff hier hinten. Das muss jeder wirklich für sich selber austesten, mit welchen Nadeln er gut zurechtkommt. Ich habe schon viele gelesen, die mit der Adi sehr gut klarkommen. Und die Adi, das ist eine, die hat hinten einen recht breiten Griff, auch recht dick. Aber die ist für mich persönlich zum Beispiel gar nichts. So, woran merke ich, ob ich die richtige Nadel für mich habe? Also, wenn wir mit unseren Häkelnadeln arbeiten, egal mit welcher jetzt. Ob jetzt die oder die Sorte oder die Sorte oder die von Adi oder die Bambusnadeln oder. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten von Nadeln. Wenn ihr mit eurer Nadel arbeitet und ihr merkt beim Arbeiten, irgendwie es schmerzt. Es schmerzt in dem Bereich, es schmerzt in dem Bereich. Oder noch schlimmer, ihr ignoriert diesen Schmerz und die Hand fängt an zu krampfen, dann ist das definitiv nicht eure Nadel. Wenn die Hand anfängt weh zu tun, sich irgendwie zu melden, zu krampfen, irgendwas, dann ist das nicht eure Nadel. Dann tut die Nadel zur Seite und holt euch eine nächste. Also ich bin jetzt bei den ergonomischen hängen geblieben. Da kann ich wirklich stundenlang häkeln, ohne dass mir die Hand wehtut. Und zwar bei allen Größen, weil egal welche Größe der Nadelkopf hat, der Griff ist immer gleich stark und damit liegt er einfach immer gut in der Hand. Aber das muss halt wirklich jeder für sich austesten, mit welcher Nadel kommt er besser klar. Wie gesagt, mit denen hier habe ich auch sehr lange gehäkelt, ganz, ganz viel. Aber da hatte ich dann bei den dickeren Nadeln, guckt euch mal die dicken Griffe an, dann auch das Problem, mir tat die Hand weh, sie hat gekrampft, es war nicht mehr lustig. Und hier, egal welche Nadel ich dran halte, es ist immer die gleiche Stärke vom Griff. Und das merkt man halt dann auch in der Hand beim Arbeiten. So, die Bambusnadeln kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil die sind nach dem Testen dann gleich im Mülleimer geflogen. Die waren für mich gar nichts. Die haben am Faden gerissen, da waren kleine Unebenheiten drin und. Und da ist der Faden nicht gut gerutscht und das macht keinen Spaß. So, das zum Thema Nadeln. Testet's aus,
fangt am besten mit den Acryls an, die sind noch mit am günstigsten, obwohl hier auch das Komplettset kostet was bei zwischen 7 bis 9 Euro. Also die kriegt ihr schon unter 10 Euro und habt ihr wirklich alle Nadelstärken dabei, die ihr braucht. Genauso ungefähr in der Preisklasse liegen auch die und da habt ihr auch alle Stärken dabei. Und diese sind auch ungefähr in derselben Preisklasse. Also es müssen nicht gleich die ganz teuren sein, da reichen wirklich die günstigsten. Und manchmal bleibt man auch bei dem günstigen hängen, so wie hier bei dem hier zum Beispiel. Ich hatte auch schon eine Adi in der Hand, aber auch die Adi, da hat mir dann nach ein paar Reihen die Hand wehgetan, einfach gekrampft und das, dann ist es nicht meins. Also bleibe ich bei denen. Ihr testet einfach aus, welche Nadel liegt euch gut in der Hand, wo tut es euch nicht weh. Und bei der bleibt ihr dann am besten. So, dann brauchen wir zum Häkeln Maßbänder. Das ist kein Muss, aber schon ganz schön, wenn man jetzt einen Schal macht und will die Breite oder die Länge ausmessen, da ist so ein Maßband schon ganz toll. Da gibt es hier das ganz einfache Schneidermaßband. Da haben wir hier die Zentimeter und hier die Inch. Meistens messen wir auf die Zentimeter. Das ist so eins, das geht bis 1,50 Meter, glaube ich. Moment, ich guck mal. Genau, auf 1,50 Meter. Das reicht auch vollkommen aus. So ein ganz einfaches Schneidermaßband. Und das gibt es auch in den verschiedensten Farben. Hier haben wir so ein gelb-grün, reines Grün, pink. Darunter versteckt sich ein graues, gelb. Also wie ihr seht, wirklich in den verschiedensten Farben. Das hier ist mein Liebling. Da habe ich auf der einen Seite die auch Zentimeter, es ist beides Zentimeter. Einmal in Rot mit Weiß und einmal reines Grün. Aber beide Seiten sind Zentimeter. Also wie ihr seht, so ein ganz einfaches Schneidermaßband reicht da vollkommen aus. Die kriegt ihr für unter 1 Euro. Und wie ihr seht, ich habe mir da jetzt schon mittlerweile eine ganze Sorte oder eine ganze Menge zusammengesammelt. Das liegt aber nicht daran, dass man zum Häkeln so viel braucht, sondern das liegt daran, ich habe Kinder, neugierige Kinder, kleine Kinder. Und da ist auch gerne mal mein Maßband verschwunden über Tage. Ja, und da hat die Mama sich ein kleines bisschen ein Vorrat angelegt. So, dann gibt es natürlich auch noch diese Maßbänder. Das ist jetzt für 3 Meter. Das ist so eins, das kann man ziehen und auch fixieren. Da, dann hält's. Das ist kein Muss. Das nehme ich sehr gerne zum Beispiel, wenn ich Decken mache oder so. Weil man kann es halt wunderbar ziehen, egal auf welche Länge. Geht bis 3 Meter und man kann es jederzeit fixieren, so dass man dann wunderbar messen kann. Also das ist für Decken oder sowas. Da reicht aber auch das für den Anfang vollkommen aus. Ihr müsst da nicht gleich so eins holen, weil die kosten schon so ab 10 Euro. So richtig günstig sind die nicht. Klar, man kann sie festklappen, aber so richtig günstig sind sie nicht. Und das reicht vollkommen aus. Wenn ihr davon zwei aneinander legt, habt ihr auch eure 3 Meter. Aber das, wenn ihr es haben wollt, lohnt sich halt für Decken oder sowas. Da ist das ganz, ganz toll. Und man kann auch ein bisschen damit rumspielen, weil, ich zeige es euch mal, jetzt ist es fest und dann fährt sich selber ein. Also man kann damit auch ein bisschen rumspielen, wenn man mal am Überlegen ist oder so. Also kein Muss, da reichen die vollkommen aus. Häkeln muss nicht teuer werden. Da geht es ja um das, was wir erschaffen und nicht mit was wir es erschaffen. So, und dann gibt es noch diese.
hier auch die Zentimeter und hier die Inch. Das Knacken, was ihr gerade gehört habt, das gehört zu dem Maßband dazu. Und zwar ist das immer so ein Sicherheitsding. Ihr seht ja, ich kann hier einfach loslassen und das Maßband bleibt draußen. Das ist ganz schön, wenn ihr jetzt irgendwo Maß genommen habt und wollt es euch nicht aufschreiben oder so, dann lasst ihr das Maßband einfach auf dem Maß stehen und dann habt ihr immer euer Maß. Und einfahren geht es dann mit diesem kleinen Knöpfchen. Achtung, gleich wird es laut. Und dann ist das eingefahren. Ups, bleib hier. Ausgefahren, ich lasse los. Und wenn es sich nicht gerade verdreht beim Einfahren, ist es weg. Das ist ein Schneckenmaßband. Geht auch bis 1,50 Meter, gibt es auch auf 3 Meter. Aber das ist halt ein bisschen wabbeliger als das. Und bei 3 Meter, da deine Decke mit dem Wabbeligen zu messen, ist gar nicht so einfach. Deswegen nehme ich für Decken dieses. Und das nehme ich eigentlich ganz gerne, um Kopfumfänge zu messen. Weil man kann es wunderbar anlegen. Man kann auch die ganz toll anlegen, aber das ist so bei mir die, nee, das ist eine Geschmackssache. Das ist bei mir das für Kopfumfänge oder so. Aber für den Anfang reichen diese Schneidermaßbände wirklich vollkommen aus. Die anderen sind eine wunderbare Ergänzung, aber definitiv kein Muss. So, dann kommen wir zu dem Thema Maschenmarkierer. Wir haben hier einmal den Schneckenmarkierer und einmal einen, den wir verschließen können. Beide sind zum Häkeln geeignet. Bei dem Schneckenmarkierer ist das Problem, wenn wir am Häkeln sind, kann der sich aus unserem Gehäkelten rausdrehen, weil den verschließt man nicht. Ihr seht, der ist offen. So ist es klarer. Der ist hier auf, da. Und den verschließt man nicht, sondern den hängt man einfach so in die Arbeit rein und dreht ihn so ein bisschen rein. Aber wenn man dann weiter häkelt und häkelt und häkelt, dreht er sich mit der Zeit raus. Und wenn ihr nicht ab und zu mal nach ihm schaut, fällt er euch aus der Arbeit und ihr wisst dann nicht mehr, wo er war. Bei diesen hier passiert das nicht, weil man kann einfach das Beinchen reindrücken. Und dann ist es alles wunderbar verschlossen. Die gibt es meistens in einem größeren Set zu kaufen. Und das ist auch ganz gut so, weil die Beinchen brechen ganz gerne ab. Ihr seht, in einem schönen, großen, bunten Set, das war jetzt ein Set, was ich hier drin habe, gibt es die zu kaufen. Die gibt es auch in kleineren zu kaufen, in 10er-Paketen, 5er-Paketen. Aber wenn man mehr häkeln möchte, ist ein größeres Set davon ganz sinnvoll. Weil diese Beinchen hier brechen ganz gerne mal durch. Da fässt man mal ein bisschen zu stark an oder schließt zu oft oder zu... Naja, man ist ein bisschen ruppig und schon bricht das Beinchen ab. Also ich habe davon jetzt auch schon einige in den Maschenmarkierer-Himmel geschickt. Sagen wir es mal so. Oder sie fallen mal runter und der Staubsauger verschlingt sie. Oder. Also da ist, bei denen ist es wirklich ganz gut, mal ein paar mehr zu haben. Sind auch wieder kein Muss. Man kann auch Maschenmarkierer ersetzen, indem man sich einfach ein Fädchen von der Wolle abschneidet. Einfach so ein kleines Stück. Und legt sich das in die Arbeit. Dann hat man das im Prinzip so in der Arbeit hängen und da sieht man auch, wo man ist. Wenn man jetzt sehr viel häkelt, ist es Wollverschwendung. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil man schneidet sich ja immer ein Fädchen ab, hängt das ein, dann häkelt man weiter
Ja, und die Fädchen hebt man aber nicht auf. Nachdem man fertig ist, zieht man die ganzen Fädchen raus, schmeißt sie weg. Und so kommt dann übers Jahr schon einiges an Wolle, die man nur wegen Fädchen weggeschmissen hat. Also in meinen Augen sind die Fädchen zwar für den Anfang ganz sinnvoll, wenn man sich nicht gleich Markierer kaufen möchte, aber es ist halt auch Wollverschwendung. Die Markierer hier, die kauft man sich einmal und hat die, also ich habe die jetzt locker schon 2 Jahre. Und wie ihr seht, es sind immer noch ganz viele da und damit komme ich auch locker noch mal 2, 3 Jährchen hin. Und wenn ich jetzt bedenke, wie viele Wollfäden ich da wegschmeißen würde in der Zeit, bis ich das aufgebraucht habe, na, das ist schon nicht ohne. Nur das ist halt eine gute Alternative, wenn man jetzt nicht gleich sagt, okay, gut, ich kaufe mir die Maschenmarkierer, sondern ich würde es mal so anfangen, nehmt ein Stück Wolle, hängt es einfach dazwischen und da habt ihr es auch markiert. Wie wir Sachen markieren, zeige ich euch dann auch noch. Hier geht es jetzt wirklich erstmal nur um die Materialien, die man so braucht. Und auch erstmal nur um die grundlegenden Sachen. Also nicht für Amigurumis oder so, weil da braucht man schon wieder ein bisschen was anderes. Sondern wirklich um so einfache Sachen: Schal, Mütze, eine Decke, alles, was man so häkeln kann, Pullover und. So, dann braucht man natürlich auch eine Schere. Man muss ja irgendwie die Fäden zurechtschneiden. Und da habe ich hier eine ganz einfache Rundschere. Die gibt es dann auch noch als Spitzschere. Hier haben wir die einfache Rundschere. Die hat dann vorne was Rundes. Seht ihr ja, man kann drüber streichen und tut sich dabei nicht weh. Dann gibt es die einfache Spitzschere. Die ist noch halbrund hier, die gibt es sogar noch spitzer. Und wie ihr seht, ich habe da hier so ganz einfache Bastelscheren. Die große Küchenschere würde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, weil so eine Riesenschere auf so einen kleinen Faden, das ist ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Deswegen, ich habe hier so ganz einfache Bastelscheren. Oder hier so eine, die jetzt beim Haarschneider mit dabei war. Das ist jetzt keine richtige Friseurschere. Das ist halt so für den Hausgebrauch. Dann gibt es aber auch diese. Das sind jetzt welche, die jetzt am besten nicht in Kinderhände kommen, weil die springen immer sofort auf und mit ein bisschen Druck auf oben und unten öffnet und schließt man sie. Und ihr habt ja gesehen, nur dieser Deckel hält die Schere geschlossen und nur dieser Deckel sorgt dafür, dass die Schere zu und sicher ist. Sobald man den aufmacht, springt das auf. Ich zeige es euch nochmal, ohne das festzuhalten. Springt sofort auf. Und da ist natürlich die Verletzungsgefahr relativ groß. Gerade wenn man Kinder im Haus hat, sollte man gucken, dass man die wirklich gut wegtut. Weil das haben Kinder ganz schnell raus. Und dieser Deckel verführt dazu, dass sie damit spielen. Weil es ist einfach, es macht Spaß. Aber das ist halt auch eine Schere, die man verwenden kann. Man kann eigentlich wirklich alles nehmen, was schneidet. Dann gibt es noch die Fädenmesser. Die kann man sich auf den Finger tun und dann einfach, ich zeige es euch mal. Moment, wohl anfangen. Da ist er. Durchziehen und hat die Wolle in 2 Teile. Da geht ganz einfach. Ich mache es noch mal. Rein und einfach durchziehen und schon ist es auseinander. Das Fadenmesser hat das Problem, dass man es nicht nah am Knoten abschneiden kann.
weil, wie ihr seht ja immer, das Messer ist hier zwischen den zwei Plastikdingern eingeklemmt. Im Prinzip, das hier ist das Messer. Das da, der kleine Strich, ist das Messer und das sind die Abstandshalter. Die Abstandshalter dienen dafür, dass man sich hier direkt nicht verletzen kann. Aber man kann es halt damit jetzt nicht direkt am Knoten abschneiden. Das ist ganz gut, um die Fäden ein bisschen zu kürzen oder so. Wenn man jetzt gerade am Arbeiten ist und man will eine andere Farbe nehmen, da schneidet man immer ein großes Stück weiter vorne ab und dann kann man hier kurz durchziehen und dann hat man es abgeschnippelt. Nutze ich persönlich eigentlich fast gar nicht. Weil ich nehme dann einfach schnell meine Schere, schneide das durch und da ist auch gut. Das Fadenmesser benutze ich fast gar nicht. Also wie ihr seht, auch beim Thema Schere, es reicht die einfache Bastelschere, die jeder zu Hause hat. Ihr braucht da keine spezielle Schere für irgendwas, sondern wirklich einfach die einfache Bastelschere reicht vollkommen aus. So, dann habe ich noch diesen kleinen Liebling. Hier geht es um das Thema Nadeln. Wie ihr seht hier ganz unterschiedliche Nadeln. Ihr seht hier Plastiknadeln. Die hole ich mal schnell raus. Das sind zwei verschiedene Dicken. Vorne nicht spitz. Hier, man kann wunderbar reinpieksen. Die sind rund, das sind Wollnadeln aus Plastik. Und da haben wir einmal für dicke Wolle, einmal für etwas dünnere Wolle. Vorteil ist, man kann sie ganz schnell überall mit hinnehmen, sie sind leicht. Nachteil, sie biegen. Sie biegen sich ganz dolle und wenn man sie regelmäßig benutzt, verformen sie sich auch. Das ist der Nachteil an diesen Plastiknadeln und auch die blaue. Mit ganz wenig Druck biegt die sich ganz dolle. Die benutze ich zum Beispiel, wenn ich mal irgendwo um die Kurve muss oder so, weil die geht dann mit. Das ist ein ganz guter Ersatz für die Sacknadeln, wenn man jetzt da irgendwas hat. Oder für den Anfang reicht die natürlich auch vollkommen aus, weil wir brauchen die Nadeln nur, jetzt abgesehen von Amigurumis, da braucht man die Nadel ein bisschen mehr. Aber eigentlich brauchen wir sie nur, um unsere Anfangs- und unsere Endfäden zu vernähen und wenn wir neue Wolle angesetzt haben. Ansonsten brauchen wir die halt für den Bereich Amigurumi oder so. Aber so jetzt zum einfachen, normalen Häkeln üben und lernen eigentlich nicht. So, dann gibt es noch die Metallnadeln. Da haben wir auch verschiedene Öhrgrößen. Moment, ich zupfe mal hier. Die zwei sind gleich. Unterschiedliche raus. Ganz große. Nehmen wir noch die. Und die. So, hier haben wir jetzt die verschiedenen Metallnadeln. Da haben wir von ganz groß mit richtig dicker Wolle zu kleiner werdend alles dabei. Hier haben wir dann für die ganz kleine Wolle, sieht man das so? Ja, ich glaube, das ist zu fein. Jetzt kriegt meine Kamera nicht so eingefangen, aber man kann das Öhr schon erkennen. Und da haben wir halt auch Nadeln für alle Wollstärken dabei. Die gibt es auch meistens im Komplettset oder sind dann sogar schon bei den Sets mit dabei. Also das, was ihr jetzt hier seht, das war bei mir komplett in einem Häkelnadelset schon mit dabei. Die ganze Auswahl. Und da seht ihr auch, da habt ihr auch Nadeln für alle Wollstärken. Und die sind auch alle nicht spitz. Das sieht zwar so aus, als ob, aber die haben nur eine ganz feine Spitze, um einfach nur durch die Wolle durchzupieksen. Sie sind aber nicht so spitz, dass man sich dran verletzen kann. Hier, ich drücke richtig rein.
Und wie ihr seht, ich rede ganz normal mit euch weiter. Jetzt drehe ich es noch ein bisschen, aber ich rede ganz normal mit euch weiter. Einen kleinen Punkt sieht man, aber mehr auch nicht. Seht ihr, da kommt kein Blut oder irgendwas, weil das einfach wirklich eine angerundete Spitze ist. Man hat es nur ein ganz kleines bisschen spitz, nicht wie jetzt bei einer richtigen Nähnadel, wo das Ganze richtig spitz ist und wo man sich wirklich ganz dolle piekst, wenn man sich da mal ein bisschen daneben piekst. Hier, ich zeige es euch mal kurz an einer Sicherheitsnadel, wie unterschiedlich die Spitzen sind. Ihr seht, das hier ist abgerundet und das hier ist wirklich spitz. Für das normale, einfache Häkeln reichen die abgerundeten Nadeln vollkommen aus. Die Spitzennadeln kommen dann im Bereich Amigurumi, aber das machen wir dann, wenn wir uns um das Thema kümmern. Jetzt geht es ja wirklich erstmal nur um die Grundlagen. So, wenn ihr jetzt in mein Nadelkissen schaut, seht ihr auch hier so runde Sachen. Das betrifft den Bereich Stricken, das schauen wir uns jetzt gar nicht weiter an. Ansonsten haben wir hier nur Sicherheitsnadeln, die man ab und zu mal gebrauchen kann und halt verschiedene Wollnadelgrößen und Stärken. So, und dann haben wir noch als letztes das Thema Füllwatte. Für Kissen oder so kann man Füllwatte sehr gut gebrauchen, auch für Amigurumis. Hier in dieser Blume zum Beispiel, das ist ein Amigurumi, steckt in der Mitte Füllwatte drin. So, Füllwatte, was macht die? Die macht, die macht eigentlich das Innenleben eines Kissens. Wir häkeln den Bezug und die Füllwatte macht das ganze Kissen schön flauschig, gemütlich, kuschelig und halt zum Kissen. Wie ihr seht, man kann sie wunderbar auseinanderziehen. Da gibt es aber auch die unterschiedlichste Füllwatte. Da gibt es Füllwatte, die ist für den Trockner geeignet. Das ist jetzt diese hier zum Beispiel. Dann welche, die kann man nur bis 30 Grad waschen. Welche nur bis 40 Grad. Manche kann man gar nicht waschen. Guckt mal, wie schön flauschig das hier wird. Also da müsst ihr auch gucken, für was wollt ihr es benutzen. Die hier zum Beispiel, die für den Trockner geeignet ist, ist ohne Trockner ganz schnell verklumpt und hart. Also die braucht wirklich den Trockner. Dann gibt es andere Füllwatte, die braucht den nicht. Die verklumpt und verhärtet auch nicht in der reinen Waschmaschine. Aber ihr seht, wie weit man das aufplüschen kann, indem man das einfach ein bisschen zieht. Und so kann man dann wunderbar Kissen und sowas damit füllen. Natürlich auch Amigurumis. Aber zu dem Thema Amigurumi kommen wir später, weil das ist ein ganz eigener Bereich für sich. Aber das hier zum Beispiel ist wirklich für Kissen gedacht, für irgendwas, was so ein bisschen erhöht sein soll. Manchmal mache ich die auch in Topfuntersetzer rein, dass man dann den Topf im Prinzip auf die Füllwatte stellt. Dann kann die Wärme nämlich unten besser abziehen und man beschädigt nicht die Unterfläche. Aber da reicht ein ganz kleines bisschen. Also ich glaube, da reicht euch ein so ein Sack bestimmt auch locker 2 Jahre, wenn ihr jetzt nur sowas macht. Wenn ihr jetzt natürlich Exzessiv jetzt Kissen häkelt oder Topfuntersetzer oder so, dann reicht es natürlich nicht so lange. Kommt halt drauf an, wie viel ihr es verwendet. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war jetzt erst einmal genug zu den Materialien, was wir fürs Häkeln brauchen. Wie ihr seht, es muss nicht teuer sein. Die Schere hat jeder zu Hause. Für die Maschenmarkierer kann man Wollfäden verwenden oder aber die sind auch nicht teuer. Also ich habe wirklich meine kompletten Maschenmarkierer hier, die ganzen
die man schließen kann, für 3 Euro bekommen und hatte da so einen ganzen Kasten voll in allen verschiedenen Farben und Varianten. Also 3 Euro, da seid ihr hier dabei. Bei den Nadeln, da probiert ihr einfach aus, welche liegt für euch gut in der Hand, mit welcher könnt ihr super häkeln und mit welcher nicht so. Auch Häkelnadeln müssen nicht teuer sein. Für unter 10 Euro bekommt ihr schon diese 3 verschiedenen Sorten und natürlich noch die Bambus und viele, viele mehr. Füllwatte, ein Paket für, ne, ich kaufe meine immer, die kostet so um die 10 Euro, so eine ganze Tüte. Aber da ist man wirklich lange mit bedient. Sehr, sehr lange. Na und dann die Wollnadeln. Meistens gibt es die dann schon zu den Häkelnadeln dabei. Also jetzt zu der ergonomischen Bestellung hatte ich so ein ganzes Set in Wollnadeln dabei. Und Sicherheitsnadeln hat sowieso eigentlich jeder zu Hause. Und wenn nicht, die gibt es auch schon in der Drogerie für ganz wenig Geld. Oder mal dann im Discounter oder so. Da gibt es ja so Nähsets und da sind auch Sicherheitsnadeln dabei. Oder man kauft sie mal einzeln. Auch unter 1 Euro sind Sicherheitsnadeln zu bekommen. So, wenn ihr jetzt ein schönes Starter-Set wollt, würde ich sagen, nehmt ihr euch so ein Häkelnadel-Set für 7 Euro. Das braucht ihr nicht gleich unbedingt. Einmal Wolle für 1 Euro, seid dabei 8. Die Nadeln sind dann meistens schon mit dabei. Und die Scheren, habt ihr sowieso zu Hause. Also mit 8 Euro habt ihr euer Starter-Set wirklich komplett und habt aber auch gleich ein wunderschönes Starter-Set, mit dem man richtig toll anfangen kann. So, meine Lieben, das hatten wir jetzt zu dem Thema Materialien und Häkeln. Die Woche kommt dann noch das Thema Material und Stricken. Weil da braucht man dann ein kleines bisschen was anderes. Nicht komplett, aber ein kleines bisschen. So, für alle, die jetzt noch dran sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war jetzt informativ für euch. Ihr konntet hier jetzt ein wenig draus mitnehmen. Klar, für die, die jetzt schon sehr, sehr lange häkeln, nicht. Aber für die, die es gerade für sich entdecken. Ich hoffe, ihr konntet so mit den Materialien was anfangen. Meine Häkelnadeln zum Beispiel sind immer unten in der Infobox verlinkt. Die Wolle ist bei mir unter jedem Video verlinkt, die ich für das Produkt in dem Video verwendet habe. Eine Schere hat sowieso jeder zu Hause. Und die Füllwatte, wenn ich Füllwatte verwendet habe, ist die selbstverständlich auch immer unter jedem Video verlinkt. So, dass ihr genau schauen könnt, welche Materialien habe ich verwendet, was brauche ich dafür, was fehlt mir noch und so weiter und so fort. So, ich mache jetzt Winke-Winke in die Runde, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.